Auf geht's mit Need for Speed Heat. Hey, was mit Wayne? Hat er dich in die hohe Kunst des Driftens eingeführt? Ja, sowas von. Gut, damit sind wir zurück bei Need for Speed Heat. So, was haben wir denn Schönes? Für Aufgaben heute. Was braucht man denn? Brauchen wir wieder ein bisschen Geld, denn wir brauchen Rep, ne? So. Ich brauche also Geld. Ja, doch, geht Geld. Bitte mal. Alles 17. Alles war. Wir bräuchten. Warte mal. Ja. Wir bauen unser Auto mal ein bisschen weiter auf. Weil dann können wir nämlich weitermachen mit der Stufe. Da können wir dann hier das Steuergerät reinbauen. Neue Kühlung rein. Okay. Was haben wir denn drin? Racing-Fahrwerk, okay. Gut, dann können wir weitermachen mit der Karte und wir gehen auf dieses Rennen hier. Dann können wir nämlich jetzt weiter Rennen fahren. Und es ein bisschen was daneben dazu verdienen. Sind wir denn? Ja, okay. Hey, gute Neuigkeiten. Unser Rennen gegen die Cheat Boys hat's gebracht. Wenn du also immer noch in die League willst, sieht's gut aus. Klar will ich. Aber nachdem was passiert ist... Hör zu, das Arschloch kann mir meinen Wagen nehmen. Mehr aber auch nicht. Ich hol ihn zurück und bin wieder im Spiel. Also, es gibt da draußen eine Crew, die jeden platt macht, der gegen sie antritt. Sie nennen sich die Dream Killers. Und das heißt, die League sei von ihm beeindruckt. Ich würde sagen, wir schlagen sie und nehmen ihren Platz ein. Wann geht's los? Sie haben dich noch nicht auf dem Schirm. Das musst du ändern. Ich melde mich wieder. Ja, alles klar. Hey, hier ist Wayne. Falls du interessiert bist, hätte ich jetzt eine echte Herausforderung für dich. Ich glaube, die Strecke wird dir gefallen. So, dann fahren wir jetzt hier lang. Mal kurz, ich muss mal ganz kurz wohin. So, jetzt geht's los. Auf geht's. Mit den neuen Teilen drin sollte das durchaus machbar sein.
So, wir haben neue Teile eingebaut und Leistungsteile eingebaut. Und können jetzt tatsächlich ein bisschen durchracen. Also es sind wieder Rundkursrennen, also 3 Runden haben wir auf jeden Fall, die wir hier zu fahren haben. So, mal gucken, was wir denn nächstes für Autos fahren. Ich habe ja so ein bisschen noch in den Facebook-Gruppen mitgelesen, wo wahrscheinlich einige Aufrufe haben. Liebe Grüße dazu, dass hier der viele sich darum streiten, welcher Wagen jetzt besser ist, ob es der Evo 9 oder der RSR ist. Ja, schauen wir mal. Aber sogar einen von den beiden mit dann ins in den Fuhrpark aufnehmen. Aber schauen wir mal. Und da können wir echt gut ein bisschen ins... Also absetzen können wir uns nicht, weil wir haben 31 Meter gut hinter uns. Also müssen wir uns tatsächlich ein bisschen... ein bisschen behaupten. Ich fahre jetzt wieder ein bisschen Geld. Also tagsüber gibt es ja Geld, nachts gibt es ja die Rep. Weil ich jetzt gerade auch nicht wirklich wegkomme, ne? Ja, doch, jetzt kann ich mich ein bisschen absetzen. Meistens fahren sie dann irgendwann in der Laufe der letzten Runde zurück. Aber das ist jetzt gerade nicht der Fall. Aber der Mercedes geht auf jeden Fall gut, der AMG. Ist ein A-Klasse, A45 AMG. Ich habe mir so ein bisschen auch Gedanken gemacht, welche Fahrzeuge ich nehme. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich den Evo nehme oder den RSR nehme. Viele Fahrzeuge werde ich auf jeden Fall testen. Ich werde überlegen, ob ich die Corvette vielleicht dazu packen soll irgendwann. Aber schauen wir mal, wie es aussieht. Und falls jetzt gerade irgendwann während der Aufnahme mal mein Handy klingelt die Woche, kann theoretisch auch passieren, weil da sind die Möbelpacker da, weil ich bin mitten eigentlich im Umzugsstress, warte eigentlich noch ein bisschen was von der Möbellieferung. Mein Schlafzimmer sollte heute im Laufe des Tages kommen. Und es kann also theoretisch passieren, dass wir hier nochmal irgendwann zwischendurch einen Anruf bekommen und aber ich lasse mich nicht beirren und wir gewinnen dieses Rennen. Sehr souverän. $14.500. Mal kurz eingenommen. Oh, da rennen wir mit Tufo 220. Aber den haben wir mal eben kurz mitgenommen. Okay, dann haben wir noch irgendwo noch ein Rennen gehabt, wo ich jetzt gerade hier oben ist es. Habe ich hier irgendwo noch eine Möglichkeit, mal irgendwie reinzuspawnen? Nö. Was ist doch Rettungswurf. Warte mal, dann mache ich da mal Schnellreise hin. Da ist die Strecke um einiges kürzer. Wir fahren auf jeden Fall dieses Rennen noch. Und dann können wir vielleicht mal gucken, ob wir in der nächsten Folge in der Story weiterkommen. Und bis hin, vielleicht dann ist ja noch eine Aufgabe erledigt, zu erledigen. So. Mal gucken, welche Wagen wir noch so nehmen. Oh, ich könnte überlegen, auch den Skyline zum Beispiel, den GT, Nissan, also es ist ja kein Skyline, den GTR zum Beispiel ins Lux zu nehmen. Aber ihr könnt mir ja gerne mal die Kommentare schreiben, was für Fahrzeuge auf jeden Fall sich lohnen würden, welche Fahrzeuge ihr mal sehen würdet. Und wenn ihr dann solche coole Designs habt für die Fahrzeuge, dann teilt die gerne mit mir, dann kann ich die natürlich auch hier im Video ein bisschen veröffentlichen. Da kann ich mir die auch mal ein bisschen anzeigen. Ich werde euch natürlich auch deinen Namen dich nennen, das ist definitiv klar. Dass ihr da schon Bescheid wisst. Klar, ich habe jetzt nicht die Mega-Aufrufe, aber ja, kann sich ja alles ändern. So, nächster allerdings ein Rundkursrennen, nämlich Reaktion. So, falls ich zwischendurch mal verschwinden musste, dass hier bei 3 Katzen hier rumrennen, die ich ab und zu mal mich ein bisschen kümmern muss, versorgen muss, sollte eigentlich nicht das Problem sein in der Folge. Akura. Der grüne Akura sah gar nicht mal so schlecht aus, der hier links neben uns steht. Na, mittlerweile komme ich mit dem AMG auch gut um die
mittlerweile gut zurecht, wobei ich jetzt erstmal gerade gucken muss, dass ich hier mal unsere Jungs ein bisschen ärgere. Das ist ein Evo hier vor uns, ne? Ja, ist ein Evo 10. Auch der scheint gar nicht mehr so schlecht zu sein. Vielleicht fahren wir den ja auch mal. Ich muss gucken. Ich schaue mir ja so ein bisschen auch zwischendurch mal meine Gedanken, was für Fahrzeug ich fahren wollte. Klar wollte ich erstmal von dem Nissan weg. Und mir dann mal so ein paar neue Autos leisten. Muss man auch ein bisschen was gucken, was das Finanzen betrifft. Wir müssen ja die Rennen an Tags verfahren. Vielleicht in der nächsten Folge fahren wir dann auch wieder ein bisschen Story. Aber schauen wir mal. Wir haben Runde 2 jetzt gerade. Und jetzt kommen wir auch richtig schön weg. Jetzt kommen wir auch richtig schön weg von hier. So, jetzt geht's in die letzte Runde, oder? Ja. Eieiei, der übersteuert aber ganz schön. Wobei wir sogar schon gleich das Ende des Feldes überrundet haben. Momentan gibt es auch leider noch viele, viele Probleme beim Online-Spielen. Deswegen spiele ich momentan auch wirklich nur die Solo-Story. Seht es mir bitte nach, auch wenn ihr mal mitspielen wollt. Das können wir gerne mal machen irgendwann. Aber dann, wenn ich wirklich mit der Story hier durch bin, mit Story-Mode durch bin. Und nicht jetzt während der Aufnahme. Das machen wir dann auf jeden Fall mal in Ruhe privat. Könnt ihr mich gerne adden. Meine ID seht ihr oben links angezeigt. Da könnt ihr mir gerne mal eine Anfrage schicken. Und dann kann man sicherlich mal irgendwie die Möglichkeit haben, dass man privat zocken kann. So, wir gewinnen kurz eben das Rennen hier noch. Den Wagen haben wir noch kurz überholt. Und dann haben wir das Ding auch erledigt. $17.300 gehen wieder auf unser Konto. Was ist ein Unterschied, ey. Wir sollten, glaube ich, 180 als Dings haben wir da so. Da muss man aufpassen, dass wir da nicht gerade noch mit dem Kopf da zusammenstoßen, weil, der wollte auf jeden Fall noch was von uns. So, haben wir noch das Ding hier oder machen wir das mal Pause? Ich würde sagen. So, dann gehen wir da kurz hier rüber. So. Ja, hier ist noch ein Story-Mode. Wie viel Kohle haben wir denn mittlerweile? Wir haben fast die 50.000 zusammen, die ich fast in das Auto gerade eben gesteckt habe. Ich habe nur 25.000 oder so ins Auto, 26.000 ins Auto gesteckt. So viel werden wir auch nicht haben. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir hier weiter mit dem Rettungswurf. Bis dahin, und auf Wiedersehen bei Need for Speed Heat.